Moin Moin und Hallo. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr an einem Dell Tablet, in diesem Fall ist das Venue 11, ins BIOS kommt und alternativ direkt mit zeige ich euch, wie man in das Diagnoseprogramm kommt. So, an unserem Venue haben wir, wenn wir es umdrehen, hier oben den Anschaltknopf. Hier drücke ich den gleich. Und an der linken Seite haben wir den Lauter- und den Leiser-Knopf. Erst den An-Aus-Knopf hier oben. Den drücken wir, bis unser Venue vibriert. Und sobald es vibriert hat, können wir hier oben loslassen und den Leiser-Knopf drücken. Das ist der untere. So, also. Jetzt alles bereithalten und rechts oben drücken, bis es vibriert. Es vibriert, jetzt drücke ich den Leiser-Knopf und wir sehen oben, jetzt kann ich loslassen, wir sind im BIOS drin. So, da können wir dann durchswitchen, die Einstellungen verändern, alles Mögliche, was halt so abgeht. Danach könnt ihr wieder verlassen mit Exit und damit kommt ihr wieder raus. So, jetzt noch als Gegenbeispiel werden wir den Diagnose-Knopf benutzen. Aber erstmal aus One-Time-Boot-Menü kommen. Da können wir dann noch tiefer in die Firmware eingleiten, zum Beispiel die Diagnosesoftware starten, auch uns ins BIOS begeben oder das BIOS flashen. So, dazu wieder den Hauptknopf drücken, bis es vibriert und in dem Fall den Lauter-Knopf. Nachdem es vibriert hat, halten, bis wir drin sind. So. Jetzt lege ich es wieder so hin, dass ihr es seht. Und wir drücken jetzt den An-Knopf. Da war die Vibration. Jetzt den Lauter-Knopf. Und wir sehen oben rechts Prepare to One-Time Boot Menu. So, jetzt sind wir dort drin. Wir haben folgende Auswahlmöglichkeiten. Wir können mit der Lauter-Taste, diese Taste, können wir uns nun bewegen. Also Windows Boot Manager, USB, BIOS Setup, BIOS Flash Update und Diagnostics. Das können wir auswählen, indem wir dann auf den Leiser-Knopf drücken und dann wird jetzt in diesem Fall, probieren wir es mal, die Diagnostik starten. Dann wird die Diagnostik geladen, die sagt uns jetzt, es ist kein Strom angeschlossen, aber hier könnt ihr komplett euer System checken lassen, über Panel, Drive, Videocard, lalalala. So könnt ihr auch eine gute Fehlersuche durchführen an diesem Gerät. Wenn ihr da wieder raus wollt, unten Exit drücken und rebooten. So, das war's. Zusammenfassend ist zu sagen, wir drehen es mal so um, dass ihr es besser seht. Ihr kommt mit dem Power-Knopf, bis es vibriert, und dem Leiser-Knopf direkt ins BIOS. Mit dem Power-Knopf und dem Lauter-Knopf kommt ihr dann in die Auswahl, was ihr machen wollt. Ihr müsst zuerst den Power-Knopf drücken, bis es vibriert, das heißt, bis der Boot-Vorgang anfängt. Und dann könnt ihr lauter oder leiser wählen, was ihr halt gerne hättet. Unten ist BIOS, oben ist One-Time-Boot-Menü. So, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon.